Jo, ich weiß nicht, wo genau sie hinguckt, aber auf jeden Fall willkommen zurück bei Demon's Souls. Wo guckt die denn hin, die Gute? Hallo, Elay. Hallo. Hallo. Genau, so ist schon besser. Oh, und der Soundtrack. Wunderschön. Hat so ein bisschen was von Herr der Ringe, oder? So Herr der Ringe-Vibes, wenn Aragorn so gerade zu Boden geht bei der Schlacht vom Schwarzen Tor oder so. Gut, wir haben unser mega geiles Ritterschwert, Leute. Und wir wollten nochmal gemeinsam mit Bjor den guten Durchdringer durchdringen und besiegen. Was? Ihr wisst schon. Na, das wollen wir machen. Wir probieren es auch. Wir gehen nochmal nach Boletaria und kämpfen uns noch einmal schnell durch. Das wird ja nicht so schlimm tatsächlich. Da ist eigentlich... Ah, wir haben gar keine Feile. Warum habe ich denn gar keine Feile dabei? Okay. Rüsten wir direkt den Bogen aus, sicherheitshalber. Vorburg. Okay. Ja, der gute Bjor sollte uns nämlich eigentlich helfen und mal gucken, ob das dann klappt. Wir haben im letzten Mal ja vieles gemacht. Ihr wisst noch, mega lange Aufnahme, Drache, Juria, Bjor und die Vorburg erkundet und so weiter und so fort. Also einiges, wirklich einiges. Da müssen wir uns noch nicht verstecken, wenn wir das zumindest mit dem Durchdringer nicht direkt geschafft haben. Aber vieles, vieles andere. Die Kugeln bleiben hier auch liegen. Allgemein ist es natürlich alles ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, ob oben diese roten Ritter nochmal da sind, mit denen unser guter Prinz angelaufen kam. Aber ich glaube fast nicht. Ja, da ist er ja. Hallo, na, alles gut bei dir? Okay. My father, the king, awaits me. Wir gehen mal strategisch hier erst den Balkon hoch und erledigen erstmal die Bogen, beziehungsweise den Armbrustschützen. Okay. Ja, die sind jetzt alle wieder da. Natürlich auch die roten Ritter. Ob wir die jetzt direkt schaffen, kann ich euch nicht sagen. Es war ein bisschen lucky beim letzten Mal. Müssen wir gucken. Inwieweit wir da jetzt gut durchkommen. Hallo? Boah, ich liebe die Laufanimation, ne? Das ist wirklich cool. Genau wie in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da fand ich die auch richtig geil, die Laufanimation von Link. Aber es ist schon krass, dass ich mich an den Durchdringer wirklich gar nicht erinnern kann. Okay, da waren es nur noch die Ritter, ne? Warum kommen die jetzt alle auf einmal wieder? Okay, es sind nur zwei. Yeah.
Okay. Uiuiui. Noch mehr Vollmondgras und Neumondgras. Okay. Da war es nur noch einer. Und da war es nur noch keiner. Tada. So, schön. Ja, es ist machbar. Also es ist echt okay. Der Weg ist okay. Ich meine, es war jetzt der ganze Weg zum Boss. Das ist sehr, sehr nett. Die Frage ist, was passiert, wenn wir sterben? Ob Björn dann weg ist oder ob sie uns weiterhilft? Das weiß ich natürlich nicht. Oh, ist das schön, ey. Boletaria. Okay, probieren wir es mal nochmal. Normalerweise müsste uns Björn jetzt helfen. Steht er doch schon. One more demon downed. Björn, du bist ein echt krasser Typ. Fine work back there. Then again, how could a demon ever stand up to a bona fide knight? Now, you go on ahead. I must be getting older. I need some rest. Oh. Echt jetzt erstmal ein Nickerchen machen? Ach, Bio. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Oh, wie geil, ey. Mit den Statuen hier mal wieder. Ja, also ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Oh, mit den Rosen hier. Guck euch das mal an. Oh, hier die Statuen, Alter. Was haben die denn hier gemacht, ey? Der Königsturm. Ja, ja, hier war auch noch irgendwas Schlimmes, Schweres, das weiß ich auch noch. Aber hier geht's doch, glaube ich, nee. Hier geht's irgendwo gleich rechts lang. Das ist ein toter Drache hier, ich erkenne das gar nicht richtig. Alter, das ist ein toter Drache. Und was seid ihr für eine Rasselbande? Moment, wir haben zu viele Seelen dabei, oder? Ja, 55.000, wir gehen lieber. Boah, aber mit den ganzen Schwertern da drin. Boah. Da ist bestimmt reingestürzt. Ach, guck mal, hier war mal ein Dach drüber komplett. Ich liebe es. Also das Spiel ist so unglaublich von den Details her. Gut.
silberne Dämonenseele. Wir kehren zurück zum Nexus. Und das war der Durchdringer. Ja, vielen Dank, Björn, an dieser Stelle. Das war eine sehr gute Unterstützung. Ich erteile dir offiziell die Erlaubnis, mir nochmal zu helfen. Das war super. Cool. Ist er hier? Ja. Hallo, Björn. Do you intend to challenge the king? You may be a great demon hunter, but I fear you may not be ready. The king's defended by the black souls of mighty knights and a fire-breathing drake. That defeated even myself. That's how I ended up in the dungeon. Beware the limits of your own power. Beware the limits. Oh. Björn macht sich Sorgen um uns. Oh mein Gott, er ist weg. Der Prinz ist weg. Hm. Um Wasser. Certain you wish would honor me. Are you sure? If the demon is Frake's power comes from you, I owe if you are ever in. Na gut, also hier gibt es erstmal nichts Neues. Dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir gehen zum Turm von Latria. Das ist jetzt so das Gebiet, in dem wir am wenigsten weit sind. Ich habe mich da mal ein bisschen vorgedrückt. Inzwischen bin ich optimistisch, dass wir da doch irgendwie so ein bisschen ja, vorwärts kommen. Irgendwas schaffen wir schon. Ah, so the world might be mended. Okay. Gut, der Turm von Latria. Wir haben da ja den Boss besiegt, das war das Götzenbild. Ewigkeiten ist es her. Der ist halt krass, ne? Den bräuchten wir eigentlich. Aber 60.000 Seelen, wobei wir die auch schnell zusammenbekommen inzwischen. Ring des Dufts. Keilsteinscherbe, 5.000. Do as you please, but you may yet regret refusing my offer. Ja, ja. Okay, wir gehen zum nach Oberlatria. Eine Kirche, die einem der Königin gleichendem Götzen ergeben ist, weckte Hoffnungen in den Gefangenen. Doch sie erwartet nun großes Übel, bestrebt ohne Erbarmen, selbst ihre fernsten Träume zu zerschmettern. Oh ja, also wir sind sozusagen über diese, also Latria war ja das Ganze mit dem Verließen unten, ne, da haben wir auch Freak befreit, wer sich noch erinnern kann, und jetzt sind wir sozusagen oben drüber. Boah, ist das düster. Das ist alles oben drüber, also da unten, hier unten unter uns, da ist die Kapelle, da ist das Verlies, jetzt sind wir oben drüber in diesem riesigen hängenden Kettengebildnis, ich weiß ja auch nicht. Und uns gehen jetzt so viele Gegner auf den Keks, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Schau dich rundum an, was? Ja, ja. Alter, was willst du denn? War der das? Ja. Okay, die halten ja nicht... Kann ich bitte dieses blöde Item aufheben? Mein Gott, ja, das war ein Gargoyle. Ich finde es aber schön, wie der so seine Einzelteile zerfällt. Das ist so ein sehr glücklich machendes Gefühl, das zu sehen.
Ich will eigentlich keine Blutlachen berühren. Ich habe mit meinen eigenen schon genug zu kämpfen. Also hier hängt so ein Käfig. Wir werden hier auch viel mit diesen Käfigaufzügen zu tun haben. Es ist ein insgesamt sehr komplexes Gebiet, ein sehr großes Gebiet. Ich hasse es. Aber es sieht so unglaublich schön aus. So, da hängt so ein riesiger Fleischklumpen. Ein Herz. Es pocht auf jeden Fall. Das müssen wir irgendwie lösen. Dafür müssen wir irgendwie an diese drei Kettenpunkte. Da ist irgendwie war da was. Also wir müssen dann alle drei. Also das die drei? Und da. Diese drei leuchtenden Ketten oder so? Ich kann mich nicht zu 100% erinnern. Das war auf jeden Fall die erste Aufgabe hier, dass wir dieses riesige Fleischgebilde da oben... ...zum Sturz bringen. Brauchen die immer Seelen? Habe ich das richtig jetzt gemerkt? Ich glaube schon. Okay. Alter, das ist ja wirklich riesig. Das ist mit dem unteren Latria verbunden. Aber warum denn? Mir bricht das her. Haha. Naja. Aber, warum ist hier ein Herz? Willkommen im Versteck. Ja, ja. Alter, Okay, das hängt hier oben und ist unten mit Latria verbunden. Und was ist das hier? Ein Tumor. What the fuck? Schau dich rechts. Ah, da rechts lang, okay. Schau dir hoch an. Okay. Seele eines angesehenen Helden. Dankeschön. Das Ding ist echt ekelhaft. Aber zumindest von den Gegnern her fühle ich mich jetzt von diesen kleinen Gargoyle-Dingern nicht bedroht. Man muss auch sagen, dass wir natürlich jetzt sehr spät erst hingekommen sind. Wir sind schon sehr stark, haben in sehr vielen Gebieten sogar schon die... Ja gut, nee, wir sind letztlich weiter, sind wir nur im Gebiet von... Ja Moment, der Durchdringer war ja sozusagen der dritte Boss. Das hier ist immer noch der zweite Boss. Wir haben hier erst den ersten Boss besiegt. Wir haben jetzt in allen Gebieten den zweiten Boss besiegt, außer hier. Alter, ist das ekelhaft. Veräppeln, habe ich da ganz hinten noch einen Gargoyle gerade getroffen. Habt ihr das gesehen? Als wenn. Nein, ich will nicht invaded werden. Ach, Mann. Nicht, wenn ich zum ersten Mal im Gebiet bin, das ist doch kacke. Das ist doch kacke.
Invaded werden, okay. Erste Mal im Gebiet, nee. Sollte ich vielleicht gleich mal ausstellen. Also wir können das gerne machen, aber ich würde das dann halt geplant wollen. Nicht so wie jetzt. Das ist wieder ziemlich doof. Ich habe echt keinen Bock jetzt zu sterben. Ich bin gerade richtig happy, dass wir hier jetzt die ersten paar Meter geschafft haben und dann kommt irgendjemand. Das ist halt schon kacke. Also ich verstehe nicht, warum man, ich sag mal so, im ersten Durchlauf hätte man das vielleicht einfach weglassen sollen. Eben als Endgame-Content. Hier kommen wir übrigens nicht weiter, weil da so eine Strebe von Geschwülz den Weg blockiert hier. Ich weiß auch nicht, ob man uns nicht finden kann oder nicht finden will, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. No Player. Wo ist der denn? Ich meine, ich kann auch verstehen, dass er mich nicht windet. Nur so am Rande. Ich finde das durchaus... durchaus nachvollziehbar. Kann man sich den hier runterdroppen lassen? Soll es einfach mal machen? Oder hat der das auch vergebens versucht? Er wollte es auch. Okay, er ist in seine Welt zurückgekehrt. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Und deaktivieren mal kurz den Online-Modus. Mir ist das zu blöd. Beim ersten Erkunden von dem Gebiet ist mir das wirklich zu blöd. Seid mir da nicht böse. Netzwerk. Starteinstellung. Offline. Aber dann haben wir dann die Texte überhaupt? Bist du sicher? Deaktivieren Blutlachen, Augensteine. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eindringen, Hilfe beschwören und Passwörter. Das ist ja doof, da kann man nicht nur das Eindringen deaktivieren. Aktivierte Passwort können Benutzer einem Netzwerkspiel nur mit dem gleichen Passwort beitreten. Okay, wir können das nicht. Ich möchte die Blutlachen eigentlich schon aktiviert lassen. Für so ein bisschen Online-Spielgefühl. Ich finde das ja schon cool, aber ich finde es halt unschön, dass es so früh im Spiel überhaupt schon passiert. Die Grundidee von dem Multiplayer-Modus finde ich ja mega geil. Na, nicht falsch verstehen, aber ich mag diese, diese Endgame-Typen halt nicht, die einem dann einfach im Early-Gameplay den Arsch versohlen. Das ist so das, was ich nicht mag. Eine Flammenberge. Wie genau wir da außen hinkommen, ne, das ist ein Item da außen, müssen wir dann nochmal gucken. Oh.
Okay. Jo, hier ist ein Nebel, aber da dürfte eigentlich kein Bosskampf sein. Sag ich ganz vorsichtig, ihr kennt mich, aber eigentlich dürfte hier kein Bosskampf sein. Nichts. Das sage ich ja. Wäre ein bisschen früh. Oh mein Gott. Vorsicht, Monster weiter vorne. Vorsicht, Monster weiter vorne. Boah. Ich habe ja nur Angst runterzufallen. Ich meine, die bringen auch nur 300 Seelen, ne? Das ist halt auch echt wenig. Die sind halt wirklich nicht stark. Oh Mann. Auf damit. Aufhören. Abbruch. Wir die zaubern hier an dieser Kette rum. Damit hören wir jetzt auf. Es wird nicht mehr gezaubert. Aus. Okay. Oh. Alter, ich kotze einfach nur. Okay, damit haben wir die erste Kette gelöst. Das ist ja fabelhaft. Königslotus, dankeschön. Schön. Ja, wir müssen diese Magier töten, diese komischen Zauberer, diese Dränglings, die da rumzaubern. Und dann fällt das Herz Stück für Stück in die Tiefe. Wenn die Seelentendenz weiß ist, besitze weiße Seelentendenz, dann kannst du weiter. Scheiße. Ja, das mit der Seelentendenz funktioniert irgendwie nicht, ne? Wir haben einfach überall neutral. Wobei, guck mal, Gräberkönig ist sehr hell. Haben wir im Gräberkönig eine weiße Tendenz? Schwierig nicht. Vielleicht, weil wir da im PvP schon zwei Stück getötet haben. Vielleicht deswegen? Ich weiß es gar nicht. Ja, mit den Weltentendenzen, das wird noch ein Spaß, ich sag's euch. Das wird noch ein Spaß. Also zur Orientierung, wir kamen von unten hoch mit dem Aufzug und gehen jetzt hier oben rum weiter. Das ist ein riesiger Kreislauf, den wir jetzt gehen, das ist verrückt. So, und da unten seht ihr auch jetzt diese Kathedralengebäude. Wir waren ja da unten, da waren diese Verliese und jetzt sind wir hier oben und ich weiß auch nicht. Schreite voran, dann kannst du weiter. Alter, da ist Jurt. Can't believe it. Wir gehen erstmal hier rein. Alter, das ist ja eine Katastrophe. Alter, ich sag nix. Ihhh!
Okay, wir gehen wieder nach oben. Wir gehen erst zu Jurt. Wisst ihr noch, Juria? Ihr habt uns doch vor einem Jurt gewarnt, dass er Unheil bringt und dass wir ihn bloß nicht in den Nexus bringen sollen. Wir werden ihn auch direkt töten, tatsächlich. Aber Jurt ist, wir müssen mal gucken. Es gibt bestimmte Trophäe dafür, dass Jurt am Leben bleibt. Wenn Jurt nämlich am Leben bleibt, ich spoilere das mal, dann tötet er alle im Nexus. Wir sind alle tot. Alle. Händler. Alle weg. Das müssten wir wahrscheinlich auch einmal machen. Vielleicht im New Game Plus oder so. Ich muss mir da mal Gedanken machen, wie wir da rangehen an die Sache. Er hat why gesagt, also warum und nicht how, wie. Okay, wir bekommen düstere Beinschienen, düstere Panzerhandschuhe, düstere Rüstung und sein Helm. Also wie gesagt, man muss ihn töten. Man muss ihn töten. Tut es einfach, hinterfragt es nicht, tötet ihn. Tötet Jurt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Trophäe gibt dafür, ihn am Leben zu lassen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er alle im Nexus tötet und ich das jetzt gerade in diesem Durchlauf gar keinen Fall möchte. Aber schön, dass die ganzen runtergefallenen Sachen hier unten landen. Ja, hier unten ist so richtig ekelhaft, ich weiß auch nicht. Mir fallen viele Bezeichnungen für das hier unten ein. Kacke, Kanalisation, Abfluss... Nur weniges positiv. Und was das hier sein soll, ich weiß, Alter. Ich weiß ja auch nicht. Alter, ist der Schwanz gerade abgefallen? Alter. Alter, das ist einfach nur... Ich hab natürlich jetzt mega die Übersicht verloren. Alter, ist das ekelhaft. Also das sind auf jeden Fall diese Streben vom Herz, glaube ich, die hier unten so rumwickeln. Keine Ahnung. Aber erstmal looten. Wir wollen jetzt erstmal die ganzen Gegenstände einsammeln. Er macht doch noch eine längere Todesanimation, ne? Ich weiß halt nicht, ob man hier irgendwo stirbt in dieser Suppe. Irgendwie nicht, ne? So wirklich Schaden macht die einem nicht. Alter, ein Ring des Dufts? Der kostet 20.000... Was? Die geht einfach hier so rum? Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein. Die beste Option ist schleichen. Die beste Option ist Bogen, hä?
Der trifft mich nicht. Aha. Wenn die Seelentendenz schwarz ist. Ja, ihr merkt das. Jetzt langsam kommen wir in so Bereiche, wo es dann für verschiedene Seelentendenzen verschiedene Wege gibt. Das kann gut sein, dass wir auch so oder nur an bestimmte Ringe kommen. Da kenne ich mich nicht aus, tatsächlich. Kann ich hier gegenschlagen? Okay. Passiert aber nichts. Alter, sind hier welche gerädert? Alter, da sind welche gerädert, ich glaub's nicht. Alter. Jo. Na gut. Willkommen in Deponie. Ja, so fühle ich mich auch. Eine sehr schöne Nachricht. Die passt perfekt. Da ist jetzt noch ein Item. Können wir jetzt hier rechts rum nochmal gehen. Da habe ich nicht aufgepasst, ne? Dass ich da direkt links rumgegangen bin. Was haben wir hier? Ein Augenstein, okay. Jo, jetzt ist die Frage, die Säule, die hier irgendwo war. Auf irgendeiner Säule war ein Item, das weiß ich jetzt noch. Ich weiß aber nicht mehr, wo die war. Toll, ne? Ich habe vorhin eine Säule gesehen und dachte, oh shit, da ist ein Item auf der Säule. Na, hier waren wir noch nicht. Warum machen die so eklige Geräusche, Alter? Sei einfach still, Mann. Alter. Halte aus schon nach Schätze. Ja, ja. Ich würde den. Also der ist. Die sind jetzt echt groß. Die machen mir ein bisschen Angst. Warum fallen denn die Schwänze von denen ab, ey? Das macht ihn noch so ein bisschen ekliger irgendwie. Vor allen Dingen, weil ich nicht mehr auf die Schwänze schieße. Los, dann fallen die ab. Ring der Seuchenresistenz. Den haben wir jetzt schon zweimal. Ich bin minimal angewidert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das hier ist der Turm mit dem Herzen drin, ne? Also der, auf den wir gerade zulaufen, sozusagen. Ja, aber es ist vom Schwierigkeitsgrad her, das ist jetzt im Nachhinein so der große Knackpunkt, vollkommen machbar. Also wir sind auf jeden Fall stark genug hierfür. Fassen wir es mal so zusammen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten. Also wir sollten hier nicht sein, weil wir hier nicht hingehören. Von der Umgebung her. Aber von der Schwierigkeit her ist es machbar. Alter. Vorsicht, Monster weiter vorne. Schön, dass wir durch den Boden fallen, sind die wenigstens weg.
Hier liegen abgetrennte Schwänze von denen. Aber nur die Schwänze, hä? Alter. Schmutzig, ja. Minimal untertrieben. Es ist mehr als schmutzig. Seele eines angesehenen Kriegers. Dunkelmondgras. Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich habe ein Item auf einer Säule gesehen. Irgendwie ist es weg. Vielleicht haben wir es auch eingesammelt. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Ich würde einfach nur gerne hier verschwinden. Ganz schnell. Das ist alles wunderschön, toll Design, aber weg hier. Bitte, bitte, bitte. Vorsicht, schwarze Phantome weiter vorn. Das ist immer schön. Das ist immer eine gute Nachricht. Jeder Mensch liebt schwarze Phantome. Aber wir laufen jetzt einmal um den Turm rum, ne? Genau. Und da oben drin hängt das Herz. Das ist ja schön. Ja, ich war. Langsam reichen die Warnungen, Leute. Alter, das sind die Glockendinger. Wollt ihr mich vollkommen verarschen? Au! Alter, macht das Schaden. Das war wohl tatsächlich irgendein besonderer Gegner. Zumindest hat er sich so aufgelöst, als käme er nie wieder. Das fände ich schön. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Wie viele Seelen haben wir? 10.000. Glatt 10.000? Was? Alter, was auch immer das werden sollte, lass es einfach. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was euer Ziel ist, ihr ekligen Dinger, aber lasst es einfach. What the fuck? Aber als das hier alles gebaut wurde, war es doch alles schön, oder? Ich meine, so die Grundgebäude sind ja schick, aber was machten hier diese ganzen Herzaderstreben-Dinger? Und diese Geschwülstumore überall? Na gut, also die Gagerköpfe sind natürlich auch schon so fragwürdig. Okay, es sieht aus, als würden wir gleich wieder nach oben kommen. Okay. Kommt der Armbrustschütze irgendwann runter, oder?
Beide stürzen. Ja. Es geht aber schon nach oben, ne? Also unten wäre mir nicht so lieb. Ich will nicht weiter runter. Das ist mir tief genug hier. Ganz ehrlich, Dude, ich will nicht runterfallen. Okay. Jauber. Ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hier, so like er, ne? Und wenn man einmal fällt, dann ist vorbei. In dem Gelände. Gut, da hinten geht's nicht weiter. Wir sind aber jetzt wieder oben, ne? Das ist krass. Wir sind wieder komplett oben. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt zur Kette Nummer 2. Yo, tatsächlich. Ciao, Kette Nummer 2. Oh mein Gott, das war nur 2 Ketten. Schön. Schön. Freue ich mich schon. Schön. Okay, hier geht's gar nicht hoch. Oder auch nur wieder mit einer Weltentendenz. Viel Spaß mit Kampf. Aha, danke. Sind da oben nix? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay. Ja, gut. Damit schließt sich der Kreis, hm? Wir sind zurück. Wir sind zurück und können gerne zum Nexus gehen und einmal aufsteigen. Denn wir sind zurück. Ein kleiner Kreislauf und wir haben damit den ersten Bereich geschafft. Shortcut gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Wir brauchen ja auch keinen, da wir jetzt weiterkommen. Das war jetzt ein Rundlauf, um sozusagen das freizuschalten. Ich gucke mal auf die Uhr, wir sind bei 50 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir... Ich denke mal, ein bisschen machen wir noch. Hier können wir gerne nochmal hier ein paar Seelen benutzen. Hier. Sollten wir aufsteigen können, oder? Seele, Seele, Seele. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Wir haben ja die Rüstung von Jurt bekommen, die komplette Rüstung. Okay,
Können wir die denn komplett mitnehmen? Ja. Jo. Eine extrem eng anliegende schwarze Eisenrüstung, die von Jurt, dem stummen Häuptling, getragen wird und und Vorbote der Finsternis ist. Entzieht dem Träger die Körperwärme und lässt ihn zittern und kalte Luft ausatmen. Ihr Gewicht beeinträchtigt die Ausdauererholung. Die ist theoretisch ganz schick, vor allen Dingen ohne Helm, so ist sie schon schick. Ich finde die Beine jetzt nicht schön. Man könnte da ja dann noch die nehmen. Na? Ja, keine Ahnung, wenn wir über. Also, wie viel wiegt die denn bitte? So. Na, die ist schon schick, oder? Ist halt so eine schwarze Rüstung halt, ne? Schon schick. Das ist die Rüstung von Jurt. Und wie gesagt, die bekommt man easy, einfach töten und bekommt die. Ja. Wiegt halt nur sehr viel. Ah, die Flammenberge haben wir gefunden, stimmt ja. Flammenberge, Flammenberge, Flammen. Ein einzigartiges Großschwert mit einer gewellten Klinge. Diese Klinge, deren Namen sich von ihrem flammenartigen Aussehen ableitet, ist darauf angelegt, tief ins Fleisch zu schneiden und schwere Blutungen zu verursachen. Sie hat den grauenvollen Ruf, tödliche Wunden beizufügen. Das Spiel hat unglaublich geile Animationen, ne? Keeping a close watch. So, dann können wir noch mal kurz hier. Sichelmondgras ist halt tatsächlich inzwischen fast nutzlos für uns, ne? Dann würde ich ganz gerne noch ein paar Pfeile mitnehmen. Sagen wir mal. ...95 einfach. So. Ja. 45,5 beziehungsweise mit Bogen 49,1. Ja. Ja, aber ich bin positiv überrascht. Das hat schon mal gut geklappt. Dafür, dass wir jetzt schon mal so den ersten Step geschafft haben, ohne einen Tod, möchte ich anmerken. Ja, wir haben den nächsten Boss immer noch nicht getötet, ich weiß. Wir werden aber wahrscheinlich auch, was ich mir überlegt habe, nach dem Turm von Latria, nach dem nächsten, also wir machen jetzt den zweiten Boss im Turm von Latria, ist klar, dann gibt es noch einen dritten. Und bevor wir den machen, also als nächstes würde ich dann tatsächlich das Tal der Schändung machen. Den letzten Boss. Bevor wir hier den letzten machen, mache ich lieber im Tal der Schändung den letzten. Wenn du da nicht runterkommst, selber schuld, oder? Das ist aber sehr interessant, dass in diesen Gargoyles immer eine Seele drin ist. Das finde ich ziemlich interessant. Alter, warum bist du jetzt hier oben? Ihr wart doch nur unten. Das ist schon echt eklig jetzt. Oha.
Na gut. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommen wir da runter? Hä? Okay, da war der Weg aber vorher nicht frei, oder bin ich so blind? Achso, von hier kommen wir ja. Ja, aber wie kommt man denn da unten hin? Wie kommt man da rein, da unten? Da liegt ja dieses aufgeplatzte Herz. Aber wie kommt man da rein? Also da unten? Hä? Freu dich auf Schätze, ja, aber kommt man da wirklich? Oh je. Was war das denn jetzt für ein Backside? Slide, what? Aber normalerweise müsste man da irgendwie so hinkommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da einen... Schön, ist ja ganz Video lang nicht gestorben und jetzt durch so Jump-and-Run-Passagen. Das ist wieder typisch. Ja, der hat's irgendwie nicht so, ne? Der fliegt ganz gerne irgendwie. Die einfach nur abstoßen, die Dinger. Tut mir echt leid. Okay, dann nochmal auf Anfang. Also das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber... Mein Verständnis ist immer noch der einzig mögliche Weg, darunter zu kommen, tatsächlich. Och, Alter, ich hasse es. Nee, okay, das geht auf gar keinen Fall. Nee. Hä, aber wie kommt man dann da hin? Also das funktioniert nicht. Das haben wir jetzt zweimal ausprobiert. Nein, das macht keinen Sinn. Absolut nicht. Okay. Also wir sind uns einig, dass wir da nicht hin runterkommen. Dann frage ich mich nur, wie sonst? Wie sonst? Wie kommt man da unten hin? Ich meine, der Weg führt nach oben. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir nicht mehr runterkommen nachträglich. Also es müsste eigentlich jetzt irgendwie gehen.
Vielleicht doch darum? Also einmal hier links rum vielleicht? Ich weiß es nicht. Also hier ist die Wand so viel verdicht. Das Geländer ist da, das Geländer ist auch da, Wand ist dicht, Geländer, Wand, Geländer, Wand, Geländer, Geländer. Geländer, Geländer, Geländer. Hä, doch, also... Man muss da so hinkommen, tatsächlich. Garantiert irgendwie mit einer Rolle oder so, mit so einer querschen Rolle. Anders geht's gar nicht. Und dann kommt man nämlich hier unten aus. Aber man kommt von unten nicht hoch. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt aber auch nicht. Ich schaffe das im Leben nicht, Leute. Ich bin so schlecht in sowas. Ja, ich würde sagen, wir machen so. Ich guck mal nach, ob man da hier mit einer Rolle hinkommt, bevor wir das jetzt vergeblich die ganze Zeit versuchen. Und beim nächsten Mal starten wir hier durch und werden uns dann hier weiterbegeben und wahrscheinlich den zweiten Boss machen. Den zweiten Boss vom Turm von Latria. Und wie gesagt, danach würden wir uns dann in Richtung Tal der Schändung begeben, um dort dann den dritten und letzten Boss zu machen. Dann machen wir wahrscheinlich den dritten Boss von den Zorfang-Minen. Da ist ja diese Drachengruft, haben wir schon gehört. Da gehen wir dann hin und als allerletztes würde ich wahrscheinlich hier den dritten Boss machen. Und dann wären wir soweit durch. Ich habe aber ja schon mal gesagt, wir müssen noch die Drachen töten. Wir müssen noch einmal so eine Art Checklist machen, ob wir alle Ringe gefunden haben und sowas. Das machen wir alles dann, sobald wir, ich sag mal, mit den Rahmenprogrammen rund um die Ringe durch sind. Ach, um die Ringe, rund um die Bosse durch sind. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und dann, wie gesagt, weiß ich, ob wir von hier aus dahin kommen. Und vor allen Dingen starten wir dann durch mit dem zweiten Boss vom Turm von Latria. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.